Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Bendo 4 Team. Ihr seht, handelt es sich um das Spiel Crossfire und wir reviewen heute unsere zweite Waffe. Diesmal ist es keine Nahkampfwaffe, sondern eine Pistole, wie ihr seht. Es ist nämlich die M66, also ein Mini-Revolver hier in Crossfire. Erstmal kommen wir direkt zum ersten Punkt, Aussehen. Das gefällt bei der Waffe ziemlich gut. Erstmal, es war eine sehr gute Idee, von den 8 Games die Waffe in das Spiel mit einzubinden. Man kennt diese Waffe ja auch aus vielen Filmen, wo die reichen und edlen Leute immer so eine kleine Mini-Revolver in der hier Jackentasche haben. Kennt man ja. Oder so. Ja, daher kennt man die Waffe ja auch. Ja, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also, sieht nicht fast genau aus wie der Katana. Ist halt, Katana, bin ich blöd, Anaconda. Wie die Anaconda und ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen kleiner. Kommen wir direkt zum Punkt Power. Er macht hier, ist ein One-Hit in den Kopf, also ein Einschuss in den Kopf und er ist tot. Und auf dem Körper sind es 3. Ihr seht, fällt euch wahrscheinlich im Verlauf der Kills hier jetzt nochmal auf, dass man 3 Schüsse in den Körper braucht. Kommen wir anschließend zum nächsten Punkt, nämlich Accuracy, die ist richtig gut. Das spiegelt auch am Ende in der Bewertung nochmal wieder. Ja, machen wir nochmal zum nächsten Punkt, nämlich Recoil. Das ist der, der die Waffe so ein bisschen schlechter hat, nämlich wenn wir hier schießen, ja, treffen nicht alle Schüsse. Das sehen wir jetzt, jetzt werdet ihr im Verlauf hier auch nochmal sehen, dass ich viel daneben schieße, obwohl die eigentlich hätten treffen müssen, meiner Meinung nach. Das ist auch nur meine Meinung. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich Munition. Das ist meiner Meinung nach viel zu wenig. 6 Schuss in einem Magazin und insgesamt 3 Schuss, also 5 Magazine. Ja, und natürlich das, was am Anfang drin ist, also ein und eigentlich hier 6 Magazine, aber naja, das ist eigentlich viel zu wenig, weil man muss wirklich nach jedem hier Abschuss muss man wirklich nachladen. Das sieht ja auch im Verlauf des Videos des Öfteren. Ja, und deswegen ist, wenn man mal gut drauf ist, die Waffe dann schnell leer. Ja, muss man zum Messer wechseln, oder zur Axt, was noch immer man hat. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Punkt, Preis. Der ist nämlich nicht ganz so gut, also man kann sich die Waffe nirgendwo kaufen oder man kann sie auch nicht gewinnen. Der einzige Weg, sie zu bekommen, ist über Events. Dieses Jahr gab es 2 Events, wo man sie bekommen konnte. Einmal das Halloween-Event. Und jetzt, jetzt sogar jetzt hier im Weihnachts-Event, im 12 Days of Crossfire Holiday-Event, heißt das Event. Da konnte man sie, ich glaube, vor 2 oder 3 Tagen, bei dem einen Tag gewinnen. Wie gesagt, der Videolink ist nochmal in der Videobeschreibung. Also zu dem, wenn ihr die Waffe jetzt noch haben wollt, wäre jetzt zu spät. So, hier sehen wir die Bewertung. Aussehen 2, Power 2, Accuracy 1, Recoil 3, Munition 5. Preis 4 und Endnote ist 3 bis 4. Und nun kommt nochmal der Nach der Reload in Zeitlupe. Hoffe ich, dass es geklappt hat. Na, hat es leider nicht, naja, egal. Ihr seht, der Reload, der gefällt mir ziemlich gut. So, und jetzt kommt hier nochmal ein Chatverlauf, wo mich ein Typ namens Ultra Jonas. Ich hoffe, er sieht dieses Video gerade als M66-Noob bezeichnet, was eigentlich fast gar nicht sein kann, denn wirklich fast jeder rennt jetzt nach diesem Event mit dieser Waffe rum. Also, ziemlich blödes Argument von ihm. Jetzt schreibe ich ihm noch kurz, dass er hier sich auf YouTube sehen kann. Also wie gesagt, Ultra Jonas heißt der Noob. Könnt ihr noch dem Video, wenn ihr ihn hier irgendwie findet oder in-game oder so. Naja, okay Leute, tschüss. Bis zum nächsten Video hier auf Bendo 4 Timo.